Was geht ab, Freunde? Wir sind hier gerade in Lissabon gemeinsam mit Lars, Ludwig, mit Okan Akbalık und mit mir selber. Ja. Hybridathlet, Bodybuilder, Powerlifter. In diesem Video soll es darum gehen, dass jeder mal die andere Disziplin probiert. Bei mir wird es erstes Deadlifts geben. Bei Lars werden wir schwere Schulterdrücken machen. Und bei Okan gibt es danach? Eigentlich sprinten, aber mal gucken, ob das was wird. Wir werden wahrscheinlich sprinten und wir schauen einfach, wer der beste Allround-Athlet ist, wer das Ganze am besten kann. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Deadlifts. Let's go. Wie schätzt du dich selbst ein? In was denn? In allem. Im Sprint bin ich ziemlich gut, aber nicht am Laufband. Das kann ich überhaupt nicht. Deadlift ist okay. Weiß ich nicht. Also auf keinen Fall so stark wie Simi. Stärker als Okan, denke ich. Das ist auch normal beim Körpergewicht. Ich bin richtig gespannt. Es wird auf jeden Fall cool. Kann. Ihr stellt euch circa hüftbreit hin, greift mit euren Händen außerhalb eurer beiden Schienbeine. Ja? Ich mache es im Kreuzgriff, der eine macht es im Double Overhand Grip, je nachdem wie es für euch passt. Meistens ist man so stärker. Ihr greift das Ganze, ihr geht mit eurem Arsch runter, schaut, dass euer Rücken gerade ist, so weit wie es geht und bis euer Core und komplett euer Körper auf Spannung ist. Ja? Und dann nur noch mit dem Bein in den Boden. Ja? Dann ziehst du nach. So weit wie es geht am Bein entlang führen, damit du wenig Hebel hast. Damit du nicht unnötige Kräfte hast. Ja? Hier geht es ja wirklich um Effizienz. Also beim Powerlifting willst du wirklich so viel Gewicht wie möglich bewegen. Im Gegensatz zum Bodybuilding machst du es halt so effektiv wie möglich, um den Muskeln zu stimulieren. Schön Spannung rein in den Rücken, in den Bauch, Spannung rein. Ja. Also man merkt an der Technik, an der Ausführung des Lars, immer wieder mal so Romanian Deadlifts macht, also das ist sehr viel effektiver. Okan, du startest etwas zu tief, desto mehr auf deinen unteren Rücken Belastung hast. Ich würde schauen, vielleicht ein bisschen tiefer zu kommen und deinen oberen Rücken etwas hoch aufrechter, zu bekommen. Aufrechter, ne? Ja, etwas aufrechter, also mehr aus den Beinen. Nicht waagerecht zu starten, sondern mehr so. Okay. Du sitzt schon so aufzurichten, dass richtig. Du so genau. Die Beine strecken musst kurz. Aber ansonsten, meine, passt es auch soweit. Gefühl. Oh, hell no. We're wide in this game. Schön runter mit dem unteren Rücken und komm. Ja, super. Genauso. Das war schon echt schwer, ja. Bro hat den wildesten Deadlift auf der Welt gemacht. Er hat geschrockt, er hat Bizeps Curl gemacht. Bro Bizeps Curl einfach. Digga, das hat sich schon echt schwer angefühlt. Ja. Ihr müsst wissen, ich habe vorhin 180 Kilo Benchpure aufgestellt. Ja. Ich werde nicht flexen an der Stelle. Mit Dings, mit 83 Kilo Körpergewicht. 100 Kilo mehr als Körpergewicht. Ich bin Dicker, 17. Ja, ich bin 16, Dicker, und vegan. Es soll auch in dem Video nicht darum gehen, wer am meisten schafft. Das wäre ja ein bisschen witzig so. Da würde ich ja einfach eh klar. Ist ja eh klar, wer am meisten schafft. Wir wollen einfach schauen, wer so am Allround wird, alles am schönsten ja. Schaffen kann einfach. Und deswegen werde ich auch nicht auf maximal gehen und Lars genauso auch nicht. Ja. Ah, sehr schön. Solidarität auch ohne Gürtel, weil die auch kein Gürtel benutzt. Das würde ich safe Gürtel benutzen. Genauso viel auf der Bank wie beim Deadlift, Dicker. Mit den Füßen in den Boden drücken. Reinpressen. Komm. Arme lang. Spannung rein. Arsch runter. Wirklich dein Becken sein. Seit gestern, heute rum, irgendwas mit deinem Becken ist passiert. Ja. So weit aber selten nicht, wa? Ich weiß es nicht. Es ist ein ganz komisches Becken, ja. Oder Leiste irgendwas. Ja. Aber dein PR war ja schon über 200, oder? Ja, 210. Habt ihr gemeinsam gemacht, glaube ich. Ja. Ja, ich will es jetzt auch nicht ausstrapazieren. Nein, erzielen. Musst du auch nicht. Sehr schön. Ich merke immer, so ab 180
85 fängt so an, dass, dass man die Griffkraft merkt, finde ich. Du brauchst ja auch gar nicht so eine krasse Griffkraft. Bei mir, oft fragen mich auch die Leute in den DMs, warum nimmst du keine Zugriffe? Weil ich halt beim Wettkampf auch keine Fragen habe. Ja. So. Deswegen trainiere ich auch so. Viele benutzen bei ihren Backoff-Sets die Zughilfen, einfach damit sie ihren Rücken einfach komplett spüren. Aber ich feiere das einfach nicht. Weißt du? Ich habe mich nicht so dran gewöhnt und ich habe auch mittlerweile, also ich habe echt kein Problem mehr mit dem Griff zu weit. Ja. Deswegen. Wollen wir 200 machen? 200. Oder 220. Letzter Satz. Oh, ihr könnt auch 2 Satz machen, wie du Bock hast. 200. Ja? Ja. Dann haben wir 200. Sauber. Stark. Krass, Alter. Man merkt so richtig, was für ein Tempo dahinter ist, wie schnell die hochgeht. Ich mach das Ganze halt explosiv. Bei dir, du machst es mal merken, du machst es viel kontrollierter, viel. Ich hab auch immer, ehrlich gesagt, wenn ich so ruckartig mache, habe ich so ein bisschen Angst, irgendwas richtig zu tun, weißt du? Ja, ja. Das ist Gewöhnungssache. Bei mir auch, ich kann das nicht so hinfallen lassen. Ich gehe immer so langsam runter ins ADL. Ja. Das war bei mir anfangs auch so, aber irgendwann habe ich gemerkt, wofür diese ganze Kraft verschwendet, ich lasse einfach fallen. So, wie gesagt, Kurzhantel, Schulterdrücken, das ist Lars seine Spezialität. Schauen wir mal, ob Ockern und ich da mithalten können. Also für viele, die es nicht wussten, Schulterdrücken ist primär für die vordere Schulter. Genau, ja. Weil du es auch sozusagen vorne, vor dem Körper hast. Und auch immer ein bisschen obere Brust, so ganz leichter Anteil. Okay. Auch wahrscheinlich wegen der Neigung. Genau, wegen der leichten Neigung, die man drin hat. Fühlt sich voll komisch an irgendwie, ne? Anders. Voll schwer. Geil, ich finde die geil, weil die zu klein sind. Ich finde die voll schwer irgendwie. Ja, ne? Ich finde die geil, weil die so klein sind. Wenn du so riesige Dinge hast, dann musst du die alles umsetzen und so. Das ist voll schwer. Also die 42 Kilo sehen bei dir echt sehr leicht aus. Ich glaube nicht, dass sie bei mir so leicht aussehen werden. Doch, safe. 35 waren schon schwer, ja. Ja, besser. Super. Die Hand ist wirklich so ein bisschen komisch gefühlt. Echt? Ja, irgendwie der. Bisschen breiter, finde ich. Der Handschwerpunkt ist ein bisschen komisch. Was habt ihr gesagt? Sorry. Ich habe gerade noch mal meinen Bench angeguckt. Wie viel hast du eigentlich schon mal gedrückt? 180 Sticker mit 83 Kilo Körpergewicht. Die Umsetzung. Die war die Umsetzung. Einfach hochkicken, richtig kicken. Dreht die richtig hoch. Eigentlich, die war, die ist gut, oder? Was? Bei mir? Ja. So. Angeht, oder? Wie sieht es aus von außen? Bei ihm ist die Umsetzung. Ja, du bist safe stärker nochmal ein bisschen. Weil ich die Umsetzung so ein bisschen. Nee, weil ich gerade noch 180 Kilo gedrückt habe. Achso, okay. Ja. Mit 83 Kilo Körpergewicht, oder? Ja. Das kostet so viel Kraft. Ja, danach lief es ja relativ easy eigentlich, das Umsetzen. Bis du die mal hier hast. Und dann ja. Stark, Dicker, komm. Hoppa. Komm mal.
mal. Push, push. Oh. Schick. Right. Push, push, push. Okay. Schade. Ja. Stark. Ah. Hopp, geil. Hoppa. Ich musste selber lachen im Satz, weil ich das noch nie gemacht habe. Irgendwie habe ich zuerst mal so dieses Geräusch gemacht. Ich musste selber lachen im Satz. Opfer, Dicker. Wie viel waren das? 6, 7? Ich glaube 13. Okay. Stark. Ich musste sie viel zu lange oben halten. Bruder ist doch stark. Mit so viel Kraft drauf. Bruder ist doch stark. War sehr stark. Bruder, ich war. Kennt ihr die Leute, wo sagen, wenn du es nicht umsetzen kannst, ist es zu schwer? Ja. So ein Quatsch. Guck mal, wir haben ihm jetzt geholfen und er hat vier Raps gemacht. Meistens das Umsetzen. Aber ich musste die mies lange da halten an dem Punkt. Weißt du, es war so schwer von da raus zu. Also sind wir wieder schuld. Gefunden, wir machen einfach Klimmzüge, ja? Jeder so viel wie er kann. Okay. Ich sag, ich schaff 20. Ja. Du? 25. Lars, 1. Ich sag 4. Alles über 10 ist krass. Alles über 10 ist krass bei Lars. Let's go. Kurz zu der Ausführung. Ist ja natürlich auch wichtig. Komplett runter und Kinn über die Stange. Okay. Lars, wird spannend. Wie viel waren's? Das waren aber Kinder, war nicht mit drüber. Was? Die letzten drei waren die Kinder nicht mit drüber. Okay. Ja. Wie viele haben wir? Das waren so eigentlich 25 ungefähr. Ja. Ich okay. habe 25 gezählt. Aber okay. Den letzten, ich habe. Ja, geht ja nicht um jede einzelne Rap. 25 hat er. Heftig. Aber ich weiß nicht genau. Sehr starke Ausführung. Du bist bei den ersten 5, 6, 7 bist du. Ja, du sagst, was machst du? Muscle up machen. Okay, egal, gut. Bin ich zufrieden, oder? 18, 18. Ist okay. Powerlifter, Dicker. Hybrid Powerlifter. Krass. Ist okay. Jetzt auf den wir wahrscheinlich alle gewartet haben. Aber Lars, ich sag, 5 packst du. Ja, 5 ist mein Anspruch. Bro is a unit. Stark. Ja. Komm, Lars. Komm. Junge. 130 Kilo. Damit hat wirklich. Also, damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet, Dicker. Ich auch nicht. Das war stark. Okay, wir haben jetzt alle drei Disziplinen durch. Bei mir war es das Kreuzheben. Bei Lars haben wir danach das Schulterdrücken gemacht. Und bei Orkan dann die Klimmzüge. Ich würde sagen, wir haben keinen eindeutigen Gewinner. Wir waren alle drei stark in allen drei. Bruder, ich muss schon an der Stelle Lars Props aussprechen. Das stimmt. Er hat bei den letzten schon Dinger, krass das ist das jetzt. Das stimmt. Dankeschön. Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall sehr interessant, mal zu sehen, was alle so machen. Alles ist Kraftsport, alles macht Bock. Ja. Und entscheidet das, was für euch am besten ist. Richtig, richtig. So. Genau. Probiert viel aus. Seid vielfältig. Ja. Vielseitig. Richtig.
Also Freunde, in dem Sinne, schreibt gerne rein, wer für euch am beeindruckendsten war von allen. Aber ich denke, wir haben alle drei starke Arbeit geleistet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gerne ein Like, einen Kommentar da lassen. Kommentieren. Mein Arm fällt gleich ab, diese Kamera ist viel zu schwer. Peace. Abo da lassen. Ciao.